Kann dieses Gerät ein Gefecht entscheiden? Hier kommt Gereon, ein Roboter aus einem Innovationsprojekt der Bundeswehr, der den Gegner beobachten und täuschen soll. Also es geht darum zu prüfen, wie und welchen Nutzen hat so ein Fahrzeug, hat so ein Roboter in der Bundeswehr? Was kann man damit machen? Wer kann den gebrauchen? Und wenn ja, wie groß muss er sein? Was muss er können? Welche Anforderungen werden an so ein Fahrzeug gestellt? Um eben diesen vielseitigen Anforderungen gerecht zu werden, ist der Roboter modular aufgebaut. In dieser Ausführung verfügt er über folgende technische Daten. Er ist 50 x 40 cm groß, wiegt insgesamt 12 Kilogramm, hat eine Lautsprecheinheit, einen Mündungsfeuersimulator, eine Kamera vorne, einen optisch-akustischen Sensor an der Seite und einen Nebelwerfer. Wie die Module zusammenspielen und wie effektiv sie arbeiten, testet das Team des Gereon-Projekts regelmäßig. Wir verbringen den Roboter jetzt in den Operationsraum, wo er von der Fernoperationszentrale aus navigiert und kontrolliert wird, um dann in die Personendetektion, Feindmeldung zu gehen und danach Scheinstellung zu beziehen. Ein volles Programm für den kleinen Roboter. Die Verbindung steht. Aus sicherer Entfernung funktioniert die Fernsteuerung leicht zeitverzögert sehr gut. Die Software des Gereon erkennt mittels Kamera Personen und Fahrzeuge. Die Übertragung akustischer Signale steht ebenfalls auf dem Prüfstand. Sag was. Hi. Ja, ich höre dich. Das hat jetzt in die eine Richtung besser funktioniert als in die andere. Aber das sind Probleme, nach denen wir eben jetzt hier bei so einer Erprobung auch suchen. Also wir freuen uns darüber, wenn wir ein Problem finden, weil nur so können wir es auch beheben. Der ist auf Personendetektion. Gereon ist bereits jetzt in der Lage, Daten über einen Gegner zu sammeln, ihn zu täuschen und abzulenken. Und das optisch, akustisch und thermisch. Kaum auszumalen, welches Potenzial im Prototypen des Projektes steckt, mit all den Modulen. Wenn er in Schwärmen agiert, alle miteinander vernetzt sind und autonom bzw. halbautonom handeln.